Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Folge 29 sind wir, glaube ich, mittlerweile. Folge 29 von Let's Play Minecraft Blast Off mit Memphis auf dem Kanal Safter Gaming. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind ja beim letzten Mal ein bisschen aus dem Spielfluss rausgerissen worden. Nee, ich habe Besuch bekommen und da habe ich dann natürlich gesagt, klar, komm hier, Besuch, komm rein. Passt schon. Deswegen musste ich da leider die Aufnahme abbrechen. Aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt auf jeden Fall weitermachen. Und genau, wir sind ja beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir ein bisschen Cobblestein brauchten noch. Und zwar aufgrund der Lava, die wir noch benötigen. Autsch. ja, und zwar brauchen wir Obsidian noch ganz viel. Und dafür brauchen wir Lava. So, und deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen Cobblestein noch schlagen, den ich dann gleich alle, ja, erstmal schön einschmelzen kann. Muss mal gerade gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Ich glaube, für eine Ladung brauchte ich 4 Stück, ne? Also schon eine ganze Menge. Von daher werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen durchbuddeln. So, jetzt haben wir hier 13. Ich muss gerade mal überlegen, wir brauchten... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Obsidian wir hatten. Egal, ich kann sowieso nicht alles auf einmal einschmelzen. Ich denke mal, 4 Mal kann ich jetzt hier einschmelzen. Das müsste, glaube ich, reichen. Ansonsten können wir ja nochmal was holen. So, dann packe ich das hier mal alles voll mit den ganzen Steinzeugs. Währenddessen können wir, glaube ich, auch mal gucken, hier wegen unserem Rucksack. Das müsste mittlerweile eigentlich auch fertig sein. Ich muss gerade mal gucken, das war genau... War das so angeordnet? Ich muss gerade mal gucken. Ja, doch, das war's, genau. Okay, für diesen Rucksack brauche ich einmal diese Tankteile hier. 2 Mal. Dann gucke ich nochmal, was ich noch brauche. Ich brauche die Truhe, den Schlafsack und das Stückchen Gold. Das habe ich aber alles schon hier fertig. Hier in die Ecken kommt überall Leder und hier kommt dann dieser Tank rein. Ja, geil, jetzt haben wir damit den Rucksack. Ich glaube, den kann ich... Wie kann ich den öffnen? Ach cool, den stelle ich also so hin und kann den dann mit der rechten Maustaste öffnen. Ja, das ist natürlich cool. Und vor allem, ich kann mir hier so ein Bett hinstellen. Das ist natürlich echt, das ist ziemlich cool. Stark. Okay. Ja, genau, und dann einmal draufhauen, dann nehme ich den wieder in die Hand. Das ist natürlich ziemlich cool. Der hat auch Haltbarkeit irgendwie. Müssen wir gucken, dass der uns nicht kaputt geht. Aber das ist auf jeden Fall stark, weil wir jetzt deutlich mehr Zeug hier mitnehmen können als vorher. So, ich gucke nochmal. Obsidian, da hatten wir doch noch ein bisschen was von. Ich glaube, ich habe das hier hinten alles in die Truhe reingepackt. Genau. Ja, doch, dann reicht das jetzt aus. Wir brauchen ja 8 Stück insgesamt. 8 Obsidian, glaube ich, waren es. Ganze Lava wird hier langsam eingeschmolzen. Wo ist denn der Eimer eigentlich? Den Eimer hatten wir, glaube ich, in der Truhe. Oder? Oder habe ich den schon runtergeräumt? Ich muss gerade nochmal gucken. Habe ich den hier? Nee. Wo habe ich den Eimer denn hingepackt? Wahrscheinlich ist er tatsächlich unten im Keller. Oder auch nicht. Ich gucke nochmal einen tiefer. Ja, hier ist auch unser Robert. Komm mal mit. So, jetzt kommt der uns hinterher. Ja, sehr stark. Also jetzt habe ich auch noch meinen kleinen Begleiter hier dabei. Uah. Teleportiert er sich eigentlich mir hinterher? Nee, anscheinend nicht. Gut, da muss ich noch, das muss ich noch ändern. Da muss ich das Chargepad noch nach oben stellen. Oh, Mist. Hier muss ich auch noch irgendwie mal die ganzen Kisten auffüllen. So viel zu tun. Ja, es ist jetzt natürlich doof, dass ich den Eimer irgendwie nicht finde. Ich guck gerade mal. Brauche ich mir einfach mal eben kurz einen neuen. Ich hoffe, ich habe noch genug Eisen dafür. Doch, das passt noch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, ich habe den im Inventar. Alles klar. Macht es natürlich einfacher. So. Jetzt habe ich den hier voll mit Lava. Einmal hier rein. Und jetzt mal gucken. Der Roboter da unten randaliert ein bisschen. Das ist hier nochmal so richtig schön voll. Wasser brauchte ich, genau. Ich glaube, ich habe noch ein paar leere Fläschchen hier. Oder? Wo habe ich denn die leeren Flaschen alle hingetan? Sind die jetzt auch hier in der Fressenstruhe? Da ist auf jeden Fall noch eine. Vielleicht habe ich die auch noch in der Dungeon oder so. Da sind ja noch ein paar Truhen, glaube ich.
Mist, okay, das kann natürlich gut sein. Hier hatte ich, glaube ich, auch nichts mehr drin. Nee, hatte ich. Doch, doch, ach, hier sind ganz viele Wasserflaschen. Das ist schon mal super. Könnte eigentlich auch mal was trinken, fällt mir gerade auf. Dann werde ich die nämlich nochmal eben kurz auffüllen, die Flaschen mit Wasser. Robert! Okay. Ich brauche. Muss ich gerade mal gucken. Das ist den Water Storage? Nee. Genau, ich brauche die Slimewasser, ne? Genau, von dem Sapling Storage. Das brauche ich. Kurz hier durchquetschen. Bisschen was abzapfen. So zack und zack. Genau, das passt, glaube ich. Einmal nach oben. Geht das eigentlich auch? Nein! Na, du verbrennst mir jetzt nicht, oder? Okay, anscheinend kann er sich doch ab und zu hinterher teleportieren. Das ist ganz gut. Jetzt muss ich gerade mal einen leeren Bottich finden. Der hier hinten, der war noch leer. Jep, das geht. Super. Ich glaube, Obsidian schlagen wäre jetzt gerade doch schneller gewesen. Na? Geht das nicht? Doch, geht. Genau, dann kann ich nämlich hier einfach rechts draufklicken. So, zack. Dann packe ich das wieder hier rein. Und ziehe nochmal hier so eine Schippe Lava. Nee, geht noch nicht. Okay, dann muss noch ein bisschen mehr eingeschmolzen werden. So, 5 Obsidian haben wir jetzt. Ich pack das einfach schon mal alles hier rein, zusammen mit der Schablone. Ich glaube, das war dieser Broadaxe-Head, den wir da brauchten. Genau, dafür braucht man nämlich 8. Das war der Punkt. So, 5 haben wir jetzt ja schon mal. Das heißt, 3 noch. Das sieht doch gut aus. Einmal hier raus. So, nächste Ladung ist schon drin. Das hier rein. Einmal Wasser holen. Einmal drüber fließen lassen. Abtrocknen, abkühlen lassen. Das wieder hier rein. Und, boah, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Die Mausempfindlichkeit ist hier noch so ein bisschen hoch. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel Counter-Strike gespielt und ich habe mich echt an die Maus-Sensitivity da gewöhnt. Also, man spielt Counter-Strike ja meistens mit einer sehr empfindlichen Einstellung und ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall jetzt echt nur ein bisschen ungewohnt. Ich überlege jetzt gerade mal, müsste eigentlich reichen. So, den Rucksack haben wir fertig. Ne? Das haben wir hingekriegt. Die Obsidian-Axt, die machen wir jetzt auf jeden Fall. Ich muss jetzt gerade mal gucken, für die Reben kriegen wir dann auf jeden Fall so ein bisschen ja, so eine Belohnung. Ne? Also diese Reben, wo wir dann Wein anbauen können. Wo ist denn meine Schere? Ich hatte doch sicher irgendwo noch eine Schere. Da haben wir sie. Dann gehe ich nämlich jetzt noch mal ein bisschen was für den Kompost sammeln in der Zwischenzeit. Haben wir gar viel Zeit. Ein bisschen durchmähen so. Ah, das Wetter ist auch wieder geil hier. Keine Stürme über uns. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde in so einer Umwelt hier durchdrehen auf Dauer. Wenn ich überhaupt keine sozialen Kontakte mehr habe und irgendwie, keine Ahnung, nicht der letzte Mensch bin. Das wäre schon komisch, also. Hoffen wir, dass das nie passiert. Naja, ganz allein sind wir nicht. Wir haben ja noch unseren kleinen Roboter hier. Wie in Fallout, da gab es ja auch, glaube ich, Fallout 3, da gab es nämlich Prostituierte. So Roboter-Prostituierte. Ziemlich abgefahrene Sache. So. Jetzt mal gucken, das haben wir. Das ist auch voll. Und den Container hier mache ich auch nochmal voll. So, das ganze restliche Material, das haue ich mal einfach alles hier rein. So, ich habe schon wieder Chaos im Inventar. Hier kann ich nochmal, glaube ich, ja, gleich eine Ladung rausholen. Na, komm schon. Oh, das geht langsam, das ist echt hart. 1000, das ist echt hart, immer 1000. So, und den nochmal rein. Schön. Cool, ja, damit wären wir jetzt fast durch. Der Hund sitzt da oben irgendwie da, wo es warm ist. Der schwitzt mittlerweile schon ganz gut, glaube ich.
einmal rein und einmal wieder raus und ja, das Wasser wieder in den Bottich hier. So, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das auch und das auch. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Keller runter und ja, würde sagen, erweitere mal meine Farm. Ich guck gerade mal, wir haben hier hinten unsere Wasserquelle. Und da würde ich mal sagen, wir machen das auch so ein bisschen in die Richtung. Ein bisschen in die Richtung erweitern. Genau, die Energy Cells, die werde ich auf gar keinen Fall abbauen. Also alles ein bisschen unordentlich hier. Aber das macht nichts. In der Apokalypse ist mir das so egal, wie das hier aussieht. Nein, nicht ganz, aber es gibt einfach so viel zu tun in dieser Mod. Das heißt, es bleibt einfach so, Schönbauen bleibt echt so ein bisschen auf der Strecke. Das vielleicht auch schon aufgefallen ist. So. Das haue ich hier noch weg. Ich versuche die Farm auf jeden Fall langfristig so ein bisschen symmetrisch hinzukriegen. Im Moment ist es ja noch so ein bisschen krumm alles irgendwie. Genau, das für die Melonen hier. Ah. Okay, ich guck mal gerade. Das Farmtool habe ich jetzt natürlich oben in der Truhe. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal genug Essen. Ich packe trotzdem, glaube ich, mal alles weg, was ich jetzt gerade nicht brauche. So, die Schaufel nehme ich auf jeden Fall mal mit. Obsidian nehme ich auf jeden Fall mit. Den brauche ich ja noch. Die ganzen Blöcke könnte ich eigentlich mal neu verbauen. Wenn ich die schon die ganze Zeit weghaue, dass ich die mal wieder neu einsetze. Wie weit ist denn das hier mit der Lava? Okay, der ist fast durch. Brauche aber auch noch ein bisschen. Dann räume ich noch ein bisschen auf, so lange. So, Knochenmehl kommt hier drüben rein. Die Glasflaschen packe ich da auch immer rein. Das und das auch. Die Knochen brauche ich auch nicht mehr. Mal gucken, das Essen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Den Rucksack nehme ich auf jeden Fall mit. Das Gammelfleisch. Da könnte ich auch mal kurz eine neue Ladung, glaube ich, aufhängen. Na, zack, zack, zack. Da haben wir jetzt ja auch wieder eine ganze Menge getrocknet hier. Nein. Spitzhacke soll ich da nicht, will ich da nicht hinhängen. Die könnte ich gleich eigentlich nochmal reparieren. Wann levelt die eigentlich das nächste Mal? Mal schauen. Okay, die hat die Hälfte des Skill-Levels wieder. Ich denke mal, wenn wir nochmal so eine Erztour machen, das wird früher oder später wieder notwendig sein. Dann werden wir die auf jeden Fall mal wieder auch ein Level hochkriegen. So lange muss ich die jetzt auf jeden Fall wieder mal ein bisschen reparieren. So. Habe ich alles Gammelfleisch abgenommen? Ja, habe ich. Gut, dann kann ich nämlich jetzt hier das restliche Fleisch wieder dranhängen. Super. So. Das kommt wieder hier rein. Das auch. Ne, das Gammelfleisch kommt nicht da rein. Das kommt hier in die Kramskiste, genau. Ah, so, jetzt schnapp ich mir schon mal die ganzen Teile, die ich gleich brauche. Das hier brauche ich, das hier brauche ich. Die Schablone, die habe ich schon reingelegt. Obsidian brauche ich auf jeden Fall. Den Eimer nehme ich auf jeden Fall auch mit. Mal gucken, wie weit ist er. Ja, der ist auch durch. Dann einmal das hier rein und das hier rein und dann gucke ich mal. Jetzt sind wir durch. Wieso kriege ich eigentlich Schaden, wenn ich hier Wasser abbekomme? Vielleicht liegt das daran, dass der Roboter vielleicht irgendwie elektrisch geladen ist und wir dann so einen Schlag kriegen. So, das Wasser nehmen wir einfach mal mit. Jetzt gerade mal gucken. Wieso klappt das denn nicht? Brodex Head Pattern. Aber laut Quest müssten wir das doch eigentlich hinkriegen. So, schauen wir mal. Genau. Ja, wir brauchen einen Obsidian Broadaxe Head. Aber irgendwie klappt das nicht. Braucht man dafür wirklich 8 Stück oder braucht man da eventuell mehr Material für? Ich guck gerade mal, vielleicht ist es auch ein Anzeigefehler. Wenn ich hier 14 Knochen reinlege, klappt das. Mit 8 Knochen klappt es nicht. Mit 10, 11, 12, 13, 14 Knochen klappt es auch nicht. Ach doch, ich muss das bloß so einzeln hintereinander reinlegen. Geht nicht. Ich muss das alles auf einmal reinlegen. Dann klappt es. Ja, cool. Damit hätten wir es. Fehler gefunden. Das war einfach so ein kleiner, dober Fehler wieder von dem Spiel. Damit können wir die Quest jetzt auch endlich fertig machen. Wir nehmen natürlich die Hops und Dark Oak, Sapling, Akazia. Gute Frage. Was nehmen wir denn? Slime Sapling. Ach, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hierfür nehmen soll. Manual Detect. Ach, ich brauche eine Tough Rod. Ich habe
Die normale gecraftet, verdammt. Mal gucken, habe ich denn auch die Tathrod hier noch? Ja, da. Egal. Gut, ist jetzt natürlich doof gewesen. Jetzt haben wir ein paar Knochen verschwendet, aber ich stanze das mal eben kurz nochmal. So. Passt genau. Das kommt wieder hier rein. Und die Schablone kommt da hinten rein. So, jetzt sind wir hier nämlich auch durch. Und ich nehme jetzt einfach mal hier die Akazie noch. Ja, cool. Jetzt haben wir hier einfach die Hops. Da muss ich erstmal noch vorher, bevor ich dann was mache, im Wiki gucken, wie ich das genau anbaue. Und die Akazien, die werde ich dann auch, ja, anbauen. Ja, ansonsten werde ich jetzt, glaube ich, erstmal die Axt hier fertig bauen. Ich muss gerade mal gucken. Das war, glaube ich, die hier, ne? Genau. Zack und zack. Ja, und die hält auf jeden Fall auch so ein bisschen. Und die levelt. Das ist natürlich auch stark. Ich probiere die direkt mal draußen aus am Bauen. So. Die müssen ja eh mal wieder abgeholzt werden. Ich vermute mal, wir werden den unteren Teil gar nicht mehr komplett abbauen. Ja genau, das passiert leider nicht. Das war natürlich bei der Holzaxt irgendwie ganz cool. Die ich deswegen auf jeden Fall diese Axt immer noch vorziehen würde. Aber die hier levelt natürlich. Das darf man nicht vergessen. Huch, okay. Jetzt ging's auf einmal. Okay. Mach mich gerade ein bisschen. Ach doch, jetzt geht's. Ja, cool. Okay, das heißt, dann nehmen wir auf jeden Fall doch die hier. Langfristig. Ja, ist doch super. Ja, alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder einmal für euch dafür, dass ihr hier da dabei seid bei diesem Let's Play. Danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, macht's euch gemütlich. Euer Memphises. I grab a mic, ain't nobody trying to enter. I'm releasing summer tunes, middle of the winter. Doing what I wanna do as if I was a sinner. Finna, get this B-U-C-L-P and it's gonna win her. Trade off kids following me in my hoopty. Coasting on by the safe gas, gets in the doobie. Until the boys in blue.